Hermes! Willkommen bei Der ägyptische Haushalt. Vor der griechisch-römischen Epoche waren die Frauen den Männern nahezu gleichgestellt. Sie durften Eigentum besitzen, vor Gericht aussagen, sich scheiden lassen und erben. Bis Griechen und Römer ihre Rechte beschnitten, konnten ägyptische Frauen sogar den Beruf ihres verstorbenen Mannes ausüben. In Eheverträgen sind oft Wertgegenstände und Geld erwähnt, die die Frau in die Ehe mitbrachte und die ihr nicht abgesprochen werden konnten. Manche Berufe standen nur Frauen offen, wie das Weben oder der Beruf des Klageweibes. Arbeiten als Diener, etwa in reichen Haushalten, konnten von Männern und Frauen ausgeübt werden. Der soziale Stand spielte eine wichtige Rolle. Je höher dieser war, desto leichter erhielt man Zugang zu Bildung und zu diversen Berufen. Wohnhäuser bestanden meist aus drei Räumen. Im Eingangsbereich stand eine kleine Bank aus Ziegeln, vermutlich um dort eine Statue der Schutzgottheit zu platzieren. Dann gab es einen Wohnraum, in dem man Gäste empfing. Der letzte Raum war entweder ein Schlafzimmer oder eine Küche. Das Mobiliar bestand aus einfachen Stühlen, Truhen und Körben. Tische wurden nicht für das gemeinsame Mahl genutzt. Jeder hatte einen eigenen kleinen Tisch. Die Ehe ähnelte mehr einem sozialen Vertrag als einer religiösen Handlung. Die Familie war von zentraler Bedeutung für die alten Ägypter. Kinder galten etwa als Geschenk der Götter. Kern der Familie waren Vater, Mutter und Kinder. Häufig lebte man auch mit den Schwiegermüttern, Schwestern, Tanten und Schwägerinnen in einem Haushalt. Stand und Reichtum hatten großen Einfluss auf die Gestaltung und Größe des Heims eines Ägypters. Die Häuser der einfachen Leute wurden aus Lehmziegeln gebaut. Die weißgetünchten Häuser der Reichen waren oft mit verschiedenen Motiven verziert. Die Beamten und sehr reichen Bürger lebten in Anwesen mit vielen Räumen, die luxuriös ausgestattet waren. Nur Tempel und Grabmäler, die die Ewigkeit überdauern sollten, bestanden aus Stein. Bei Grabinschriften stand meist der Haushaltsvorstand im Zentrum. Um diesen Namen herum gruppierten sich Ehegatten, Eltern, Kinder oder auch Geschwister. Die Inschriften wurden so strukturiert, weil es in der altägyptischen Kultur keine Nachnamen gab. Eltern und Kinder bildeten einen Familienstammbaum, der der Identifizierung der Verstorbenen diente.